Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute begrüßen zum ersten Teil von meinem kleinen, ja, meiner kleinen Videoreihe, wo ich meinen Vulpera hochleveln will. Und zwar will ich mir einen DK-Vulpera erstellen und auf 110 spielen fürs Achievement und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter. Und dazu habe ich jetzt vorhin gerade die Pre-Quest gemacht, heißt mir die Vulpera freigeschalten. Kann ich euch gerne einmal verlinken. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, erkläre ich das so ein bisschen und habe auch die Questreihe einmal durchgebastelt. Und dafür basteln wir uns jetzt demnächst, oder jetzt besser gesagt, einen Vulpera. Und ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich ihn mir erstellen will und was wir für Namen quasi ihm geben möchten. Aber jetzt, wenn ich so gerade sehe, wenn es ein Todesritter ist, dann sieht der ja tatsächlich so ein bisschen dunkler aus. Vielleicht mache ich mir auch so einen arktischen Fuchs. Eigentlich wollte ich mir so einen knallroten machen, aber so als Todesritter. Ich könnte mir auch wirklich so, warte, der hier, so einen komplett albino-mäßigen machen. Hier wird mir im Stream schon, werden mir schon Namen vorgeschlagen. Ich bin am Überlegen, was ich davon nehmen soll. Es waren schon ein paar ganz lustige dabei, aber ich will so einen halbwegs serious Namen haben. So, also wenn, dann nehmen wir so einen komplett weißen oder wir machen einen roten Fuchs. Eigentlich wollte ich immer einen roten haben, tatsächlich. Der ist aber eigentlich auch nicht so schlecht. Was meint ihr, rot oder weiß? Weil das Rot, es kommt jetzt nicht so knallig raus. Eigentlich wollte ich so einen ro knalligen roten Fuchs haben. Und nicht so einen komplett weißen. Aber ich glaube, so als TK wäre weiß sogar tatsächlich besser. Schauen wir mal, was es hier an Gesichtszügen gibt. Okay, die hauen mich jetzt tatsächlich nicht so um. Sehen alle fast gleich aus. Ich glaube, ich bleibe bei dem Standard-Gesichtszug. Dann gucken wir mal den Ohren. Was haben wir denn da so? Also, Riesenohrwaschel haben wir. Eher so ein bisschen anliegende. Okay, ich sehe. Also, zwischen den beiden sehe ich halt einfach keinen Unterschied. Ach, der hat einen Ohrring drin, oder? Ah, okay. Ich glaube, ich nehme so große Ohren. Wow. What the fuck? Ich dachte halt, die einen sind groß, ne? Die hier. Okay, das ist fast ein bisschen heavy. Das ist fast ein bisschen zu viel. Ne, die. Ich finde die ganz okay. Ich nehme, glaube ich, die hier. Was haben wir hier dann noch so? Ah, ach, da kannst du so ein Muster wählen. Ich finde die Streifen am besten. Dann haben wir noch die Schnauze. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen seitlich an. Ah, okay, die lange Schnauze finde ich aber blöd. Die hier. Okay. Nee, ich will keine so eine lange Schnauze. Die kurze finde ich am besten. Nee, nee, nee. So, und jetzt muss ich mir nur überlegen. Also das andere passt jetzt alles. Jetzt kann ich mir nochmal die Farbe überlegen, ob ich vielleicht doch einen roten nehme. Wobei das Rot sieht halt auch nicht schlecht aus. Nee, komm, wir bleiben bei dem Weißen. So, jetzt schauen wir mal. Was ist denn noch offen? Ich kann ihn bestimmt, wenn, dann nenne ich ihn irgendwas mit Vulpera oder ich mache einen einfallslosen Namen und nenne ihn einfach Tela DK. Das ist gerade so ein bisschen die Überlegung, die ich habe. Wir nennen ihn jetzt mal. Schauen wir mal, ob Tela DK geht. Oder nehme ich was anderes? Nee, Klötenklaus ist zwar lustig, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht unbedingt so meins. Baum, ich glaube, Baum ist schon vergeben. Oh, der Name ist schon vergeben. Soll ich Hans? Achso, jeder wäre für Klötenklaus ist eine 1 im Chat. Na, lassen wir mal lieber. Ich glaube, das ist auch bestimmt schon vergeben. Ich darf nicht euch die Namen quasi. Rot könnte ich ein Blut-DK spielen, das ist natürlich auch richtig, ne? Wir probieren's. Also, es wurde vorgeschlagen, Vultilla. Geht das? Es geht, okay, damit ist es entschieden, Leute. Dann mach Baum los. Ja, jetzt ist schon vorbei, ne? Jetzt habe ich quasi das Erstbeste genommen. Das kann ich mir wenigstens merken, wenn ich zu dem irgendwas schicken will. Oh, ich muss ja eh noch umloggen, fällt mir ein, und dann die Tränke rüberschicken, ne? Da war ja was. Tränke brauche ich noch und mein Gear muss ich noch raus. Ach, Menno, ja gut, jetzt ist halt, ne? Aber Klötenklaus merke ich mir mal für eventuell den nächsten Shardy-Level.
Eventuell, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wie das mit den Terms of Service bei Blizzard ist, ob das durchgehen würde. Es müssen sich ja einige umbenennen. Das sieht so dumm aus, wenn da so ein kleiner Vulpera dabei steht, ne? Irgendwie ist so ein Vulpera als Deka nicht so ganz ernst zu nehmen, aber okay, wir machen es jetzt einfach mal. So, Gladius Hit. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Einmal mit dem Lich King labern und dann muss ich mir am besten noch ein paar Sachen rüberschicken. Und zwar, ja, brauchen wir halt Flas und so ein Ihr Gedönse. seid innerlich leer. Treu haben wir geschworen, perfekt. Jetzt nehmen wir noch eine Waffe mit. Was nehmen wir hier so? Das rote Schwert. Eh viele Dinger. Und den Port haben wir auch noch. Morgreen müssen wir quatschen. Soweit ich das verstehe, ne, gibt es gar nicht mehr das normale Startgebiet von den Todesrittern, sondern man ist einfach quasi hier. Euer Volk hat die Stärke. Ihr werdet der schwarzen Klinge gut dienen. Oh, ich muss mir am besten auch ein Wer bisschen nicht Gold bereit rüberschicken. scheint dieselbe Wahrheit zu erkennen wie wir. Eine wachsende Bedrohung aus den Schatten. Der wir gestärkt gegenübertreten müssen. Liegen kann ich wahrscheinlich noch nicht, oder? Jetzt schauen wir mal. Nee, stimmt, ich bin ja 58. Jetzt habe ich das erstbeste Mount genommen. Ich kann auch das Todesritter Mount nehmen. So, wir müssen am besten jetzt einmal hier die Quest abgeben und dann logge ich nochmal um, schicke mir so ein bisschen was an Gold zu und auch diese Tränke, dass wir dementsprechend ein bisschen effizienter leveln können. Achso, hier müssen zum Heldenaufruf. So, was machen wir? Kommen wir neben Burning Crusade, das mache ich immer am liebsten. So, da la. Burning Crusade haben wir angenommen. Tor Quest haben wir auch. Ideal. Und dann würde ich sagen, ja, schicke ich mir mal so, weiß ich nicht, so 10k oder so. Ja, genau. Erbstücke gieren, auch ein ganz wichtiger Tipp, sollte man auch machen. Ich hoffe, dass ich mit dem noch ein paar Marken rumliegen habe. Ich vermute aber schon. Ich habe nämlich mit dem mal relativ viele gefarmt. Und müsste eigentlich noch ein paar haben. Damals auch fürs Mount und solchen Gedönse, ne? Hab dann mit dem Alicja auch nochmal welche gefarmt. Und dann war es ja so, es gab, glaube ich, ein billiges und ein teures Mount. Das teure war, glaube ich, 900 von diesen Belobigungsabzeichen, das es gekostet hat. Und dann hat man das, wenn man quasi beide wollte, das Horden- und das Allianz-Mount, musste man blöderweise beide am Anfang farmen, weil wenn man eins gekauft hat, hat man das andere nicht bekommen, ne? Was aber anscheinend ein Fehler war. Und dann habe ich mir sowohl auf der Horden-Seite als auch auf der Allianz-Seite 900 Marken zusammengefarmt und es hat tatsächlich schon ein bisschen gedauert, ne? Das mit einem Char zusammen zu farmen. Und irgendwann, als ich dann beide zusammengefarmt hatte, ist Blizzard auf die Idee gekommen, ja, ursprünglich war das ja gar nicht so geplant, dass man beide farmen muss. Machen wir es doch einfach so, dass du, wenn du eins hast, beides kriegst. Aber sie waren dann tatsächlich so fair und haben den Leuten, die beide gefarmt hatten, die Marken zurückgegeben auf einem Char. Und jetzt habe ich dementsprechend auf meinem, ja, auf meinem Ali-Char, glaube ich, die 900 Marken zurückbekommen. Jetzt muss ich mal schauen. Auf dem habe ich, glaube ich, auch nochmal, aber schau mal, bei dem habe ich auch nochmal 700. Also da können wir schon nochmal ein paar Tränke kaufen. Das ist ganz gut, tatsächlich. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass wir da noch ein bisschen was zusammenbekommen. So, wo haben wir denn den Händler? Der ist irgendwo da unten. Und zwar, war der nicht hier drin? Ah, doch, da. Da war er. Wie viele Tränke brauchen wir denn? Also mit 20 müssten wir, glaube ich, auf jeden Fall hinkommen, ne? 20 Tränke, dann sind wir erstmal, denke ich mal, für die nächste Zeit gut gerüstet. Wo haben wir den Postkasten da hinten? Dann brauchen wir noch ein bisschen Gold. Was würdet ihr sagen? So 15k, oder? Müssten eigentlich reichen. Ist der jetzt schon bei den Twinks drin? Ultela, perfekt. Der kriegt die Tränke. Oder schick. Ja, schicken wir mal 18.000 Gold. Damit müssten wir eigentlich ganz gut hinkommen. Feindlich. Ge Ach, Antonidas. Hier, nix Antonidas. Okay. So, hier können wir nicht instant ausloggen, dann fliegen wir einmal nach oben. Ob ich Mimirons Kopf nehmen kann? Ja, kann ich gerne nehmen als Mount. Das bleibt sich gleich. Hast du eine besondere Bindung zu dem Mount? So, da wollen wir hin.
Schauen wir mal. Ich muss jetzt am Anfang erstmal noch ein bisschen Ding machen hier. Classic, ne? Also so die ersten zwei, drei Level müssen wir Classic leveln und dann können wir quasi schon den Burning Crusade loslegen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie schnell wir da die Procs kriegen. Jetzt ist quasi Samstagabend, da müsste es ja eigentlich noch einigermaßen gut gehen. Solange es noch nicht allzu spät ist, so ab 1, 2 wird es dann meistens ein bisschen ätzender mit Invites. Aber um die Uhrzeit müssten wir eigentlich noch ganz gut Procs kriegen. Ich habe jetzt eben quasi noch die Pre-Quest gemacht, ne, für den Vulpira. Fuck, Gladius, das geht jetzt jedes Mal auf, oder was? Das will ich eigentlich nicht. Gladius Hit. Okay. So, nehmen wir das mal raus. Und ich würde sagen, ich habe jetzt zwar die Sachen noch nicht gemacht, aber wir queuen uns jetzt einfach schon mal rein. Hier Classic Dungeons, was anderes können wir eh nicht machen. Und dann skillen wir einmal, ich will als Bluttank quasi rein. Da werden wir wahrscheinlich auch die schnellsten Invites kriegen. Schätze ich jetzt mal. Zauber müssen wir dann gleich noch rumschieben. Das machen wir dann aber gleich in der Instanz. Jetzt tun wir erstmal Sachen einkaufen gehen. So, wir brauchen einmal Behälter. Okay, jetzt haben wir natürlich schon den Proc hier. Ich brauche die 30er Behälter. Was sind denn die günstigsten? Hier 24, 22. Hier 30er. Aber sind die anderen nicht noch günstiger? Tiefen. Ah, schau mal hier. Alter, 200 Gold kosten die bloß noch. What the fuck? Ich kann mir die nicht im Bulk kaufen. Okay, dann kaufen wir uns jetzt einfach mal. Ja. Der Proc ist jetzt schon offen, ne? Huhuhuhu. Ja, ich hab sie, die Beutel. Achso, ich habe jetzt noch nicht mal mein Dings-Gear, mein Erbstück-Gear an. Shit. Ja. Sollen wir schnell noch mein Gear anziehen? Einfach irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was ein Blood Decay an Stats braucht. Ist mir auch Latte, ehrlich gesagt. Das hat eh fast keine Auswirkungen im Low Level. Aber dass wir hier das Zeug anziehen, hat tatsächlich schon Auswirkungen. Jetzt pullen die halt schon. Ah! Ich habe auch noch die Zauber nicht rausgezogen. Okay, ich hätte vielleicht nicht gleich queuen sollen. Komm, wir legen jetzt einfach hier mal. Dessen Decay brauchen wir nicht. Okay, was müssen wir jetzt noch anlegen? Den Hals wäre noch ganz gut. Wo haben wir den Hals? Finde ich nicht. Ah, da haben wir den Hals. Perfekt. Den müssen wir anlegen. Das müssen wir anlegen. Und den zweiten Ring brauchen wir noch. Wo haben wir denn noch einen Ring? Muckstück. Blöd. Ah, da oben ist er. Er den jetzt dann mal gekillt hier? Okay, jetzt muss ich noch ganz schnell die Quest annehmen. Okay, ich bin die Gruppe gerade ein bisschen am Aufhalten. Ich habe halt gedacht, dass der Proc ein bisschen früher kommt, tatsächlich. Jetzt habe ich da nichts gebindet. So, das schieben wir jetzt irgendwo mal da runter. Wenn wir jetzt spammen jetzt einmal den Kack hier. Ja, Aggro haben wir. Ich muss jetzt erstmal noch hier so ein paar Sachen einstellen, tatsächlich. Das schieben wir hier hin, das schieben wir da hin. Und dann muss ich gleich noch hier. Achso, da müssen wir den aus dem Combat kommen. Dann müssen wir hier das Zeug noch einstellen. Ja gut, einfach mal in die Instanz reingegangen. Ohne die Zauber und alles rauszuziehen, geskillt haben wir auch noch nichts. Müssen wir hier noch aus dem Combat kommen. Sudala. Ich muss nämlich einmal. So, das geht alles wieder nicht. Wenn wir im Kampf sind. Sudala. Dominos, ich kann quasi einfach das hier kopieren. Spiel. Welches ist es? Das All-Profil ist es, glaube ich. Ja, das nehmen wir. Perfekt, hier die Quests. Die anderen haben wahrscheinlich die Quests schon angenommen. 13.000 bekommt man für eine Quest. Geht eigentlich. Man sieht Wie sie. brauche ich den Hund? Na ja, gut, okay, ich brauche doch relativ viel, ne? So, jetzt fangen wir mal an, die Zauber rauszuziehen. Richtig schön die Gruppe aufgehalten hier. So, jetzt können wir zumindest schon mal rein.
So, was haben wir denn hier? Eisige Gegenwehr. Ziehen wir das hin, machen wir das mal. Machen wir das mal hier hin. Was haben wir hier noch so schönes? Ersticken. Active Mitigation ist das, oder? Das ziehen wir mal dahin. Also ich mache meine Charts immer relativ ähnlich. Das ist ein Dot. Herzstoß können wir da mal hinziehen. Hey, danke dir fürs Followen. Ja gut, was können wir da noch so? Hier tanzende Runenwaffe. Ja, keine Ahnung. Das ziehen wir mal dahin. Dessen Decay können wir mal irgendwie hier so hinpacken. Ja, der verkloppt hier einfach mal jeden. Okay, was haben wir dann noch so? Ich habe kein Ziel. Mehr haben wir gar nicht. Hab ich mein Interrupt noch gar nicht? Nee, habe ich noch nicht. Kriege ich einen Interrupt? Hier, Gedankenfrost. Mit 62 kriege ich das erst. Ach so, XP-Tränke wollte ich noch be- ha. Shit, jetzt habe ich den XP-Trank nicht benutzt. Hier ist es immer ein bisschen kacke, ne? Wenn du da... Ach so, hier, warte mal, das ist ja der Movement-Spell-Zauber. Da haben wir natürlich schon ein bisschen was geedit. Ja gut, wir können das eigentlich auch mal hier hin basteln. Stun? Oder nee, das ist nur ein Silence. Ja gut, das kriegen wir ganz schön auf den Sack. Ziehen wir den mal noch mit in den Pulk rein. Der wird wahrscheinlich auch noch adden. Warte mal ab hier. Ach, die Rucksäcke muss ich dann auch noch anlegen. Aber wahrscheinlich kann ich das auch nicht im Kampf machen. So, jetzt können wir den nächsten hier reinziehen. Ich muss näher ran. Hier sind wir gefährlich, ne? Da war mit einer Gammelgruppe vibest du da auch ganz gern mal. Oh, oh. Ich hab langsam schon... Ah, Rüstung ist ordentlich verringert. Wunderbar. Ich bin außer Reichweite. Ah, nächsten geedit. Kannst den ganzen Laden zusammenziehen. Jetzt muss ich dann auch mal gucken, was wir mit den Quests noch brauchen. Das können wir jetzt auch schon mal hier ein bisschen umbasteln. Das hier, Legion Inversionstimer, brauchen wir eigentlich nicht. Da unten sind noch irgendwie Bonusziele. Okay. Ja, die bringen, glaube ich, eh keine EP mehr. Also sind das ist dann relativ irrelevant tatsächlich. So, Benji haben wir auch noch dabei. Wunderbar. Dann können wir noch gucken, was wir skillen wollen. PvP-Talente brauchen wir tatsächlich jetzt nicht so. Bluttrinker finde ich immer nicht so geil. Ich glaube, ich nehme das hier. Headstoß, ja, zwei zusätzliche Runen, das klingt ganz gut. Trifft alle Gegner. Passiv sind eigentlich immer ein bisschen cooler. Hm, da haben wir natürlich einen RE-Angriff. Glaube, ich nehme den mit. Oder so. Nimm einfach das, ich habe keine Ahnung, was das macht. Das klingt gut. Nehmen wir das einfach mal mit. So, hier können wir dann noch so ein bisschen reiner Ehen mit. Mal extra heilen, aber es hat, glaube ich, eine Minute. Nee, ist sogar nicht mal 45 Sekunden Abklingzeit. Dings müssen wir auch mal öfter benutzen. Hier. Eine tanzende Dingswaffe hier. Tanzende Runenwaffe. Ich bin außer Reichweite. Ich habe ja den anderen Char auch schon als DK gelevelt. Ich muss die Mobs looten. Ah, ich habe kein Auto, Auto-Loot drin. Schau mal an. Das ist auch immer so eine Geschichte, die man am Anfang... Ja, ja, wir machen die Mobs hier schon, Leute. Ich gebe euch was zum Klopfen. Und derweil stelle ich jetzt mal den Auto-Loot noch ein. Wo waren das? Interface, Spiel... Ah, hier. Schnelles Plündern. Genau. Das müssen wir noch einstellen. Ja, du musst am Anfang... Okay, ich glaube, er will sowas immer nicht im Combat, dass man einstellt. Und dann müssen wir jetzt gleich noch... Gut, ich ziehe jetzt, glaube ich, einfach irgendwelche Talente hier als PvP-Talent rein. Weil sonst nervt mich das die ganze Zeit, dass ich irgendwas skillen muss. Dann machen wir das jetzt hier mal noch. Das ist zu weit weg. Trank haben wir jetzt drin. Und dann ziehen wir jetzt gleich die Taschen noch rein. Kann man das während dem Kampf machen? Ich muss näher ran. Okay, das geht während dem Kampf nicht. Das will er nicht, während ich im Kampf bin. Sonst... Habe ich jetzt, glaube ich, alles gemacht. Beste Vorbereitung. Aber ich dachte, es dauert vielleicht ein Ticken, bis der Invite kommt, ne, dass ich das bis dahin noch machen kann. Ich stehe immer ungern vor der Instanz rum oder quasi in der Hauptstadt und warte auf den Invite. Deswegen queue ich immer als erstes rein. Aber schau mal, wir können das ja bequem nebenbei machen. So, jetzt haben wir dann gleich ein bisschen mehr Backspace. So, wahrscheinlich denken sich die, oh, was ist das für ein Gammeltank, die ganze Zeit warten wir und es passiert nichts. Aber jetzt bin ich hier fast voll am Start.
Jetzt muss ich nochmal checken, ob wir alles... Ah, ich habe die Hose nicht an. Warum habe ich keine Hose an? Also hier, ne? In-game. Ja, schau. Und warte mal, Handgelenke gab es nicht, ne? Also ich habe... Die Seite habe ich komplett an, beide Ringe. Aber die Hose bringt auch nochmal 10%. Schau mal, gut, dass wir nochmal gecheckt haben. Das ist dann ätzend, wenn du auf Maximallevel bist und gesehen hast, ah, du hättest 10% schneller sein können, wenn du mal einmal drüber geguckt hättest. Ich brauche ein Ziel. So, Hose haben wir auch noch an. Wunderbar, dann können wir das Ding noch aufmachen. Dann ziehen wir nämlich noch so einen extra Boss raus. Ich glaube, den brauchst du auch für eine XP-Trinke. Doch, XP-Trinke habe ich mir gerade rüber geschickt, ne? Ich habe jetzt hier einen Trank drauf und habe mir 20 Stück geschickt. Also, ich glaube, mit 20 Tränken müsste ich auf 120 kommen. Dürfte eigentlich kein Stress sein. Also, das müsste eigentlich klappen. So, die Wache haben wir umgeboxt. Achso, ich musste auch die Kisten looten, ne? Weil ich tatsächlich Dings brauche, ne? Dieses Weihwasser, das du hier rausziehen kannst. Also müssen wir halt auch mal gucken, dass wir das tatsächlich noch aufmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Mobs alle noch brauchen. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist der ätzende Boss, der übernimmt, ne? Ja, da ist schon der Hand übernommen. Ach so, mir fällt gerade aus, ich habe ja extra das Trinket rausgezogen. Das können wir auch noch mal irgendwo hinziehen. Ja, ziehen wir es mal auf T, oder? Müsste passen. Im Low-Level machen diese Tentakelviecher tatsächlich nur relativ gut Damage. Irgendwie sieht es noch ziemlich leer aus mit Zaubern. Und wisst ihr, was ich mit dem machen kann? Ich kann mit dem mal Bergbau und Kräuterkunde mitnehmen. Dann kriege ich noch ein bisschen extra EP, ne? Geht das mit dem DK, mit dem Achievement? Ja, das geht. Ich habe es ausprobiert. Ich habe schon den Mechagnom als DK hochgespielt. Da war tatsächlich keine Videoreihe zu gemacht, weil ich den einfach so immer mal wieder ganz bequem nur ein bisschen gespielt hatte. Und da hätte es sich tatsächlich nicht gelohnt, ne? Und da habe ich es getestet, hat funktioniert. Also Mechagnom Achievement haben wir schon mal. Und ja, jetzt muss ich bloß noch den Volpera hochbasteln. Und dann, ja, gehen wir da einmal durch. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir da hinten hin. Und ihr wolltest ja, dass ich den Mimirons Kopf als Mount nehme. Wo haben wir den? Ziehen wir den mal raus hier. Aber hier kann man eh nicht aufmounten. Von dem her ein wenig blöd. Was machen die anderen jetzt? Ach shit, man muss ja da noch rein, ja? Ach fuck, ich bin ein Vollidiot. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Ich habe jetzt hier keinen Interrupt für den. Ja gut, die machen das schon da drüben, oder? Die machen die Mobs schon. Die saugen sich jetzt immer wieder voll hier. Nee, aber deswegen habe ich den Mechagnom mal so hoch gebastelt, um zu gucken, ob das funktioniert. Und ja, jetzt mache ich den Volpera natürlich auch. Also du sparst schon richtig viel Zeit, wenn du Classic quasi fast komplett auslassen kannst, ne? Klar, du musst jetzt hier noch die zwei Level machen, ne? Du startest halt immer noch mit 58, aber die zwei Level, die hast du ja schnell. Also das sind zwei, vielleicht drei Instanzen. Also das geht voll klar. Ich habe leider noch keinen Mars-Pull. Dann könnte man nämlich alle hier komplett zusammenziehen. Das wäre noch ein Ticken cooler. Aber naja. Achso, ich muss wieder die ich habe vorhin für die Story-Quest die Sounds komplett hochgedreht. Warum ist denn hier Sound? Hier die Dialoge, aber dass ich zu weit weg bin, das muss ich jetzt nicht unbedingt immer hören. Ja, also, aber gut, mit DH wäre es ja echt free, ne? Dann wäre es ja richtig free. Ich habe ja auch noch einen Level-Boost, weil dann könnten sie auch gleich den Level-Boost erlauben. Ich habe ja noch einen, weil ich mir die Expansion gekauft habe. Komm. Hier machen wir mal auf Nummer sicher, weil die adden im Kampf immer. Oder so gut wie immer. Nehmen wir die mal mit. Komm, stunnen wir den einfach mal, dass er sich nicht hochleechen kann. Den ziehen wir mal ran. Ja, gut, im Low-Level kann oder passiert ja im Normalfall nicht viel, ne? Also, hier... Vor allem als DK hast du schon mal relativ gutes Gear am Anfang. Kannst du dich nicht beschweren. Jetzt mit dem Level-Gear ist es natürlich noch ein Ticken besser. Geht schon was. Ich könnte...
Aber obwohl, warte mal, wie ist denn das eigentlich mit dem Runending? Du hast doch als DK, hast du doch so eine Fähigkeit hier, genau. Aber eigentlich müsste ich, also wahrscheinlich, weil wir jetzt im Combat sind, ne? Ich muss mir das nachher mal anschauen. Aber wo kannst du jetzt denn die Rune noch schmieden? Weil du hast ja diese Nekropole nicht mehr, ne? Also ihr habt ja gesehen, wir sind ja am Anfang gestartet. Hier quasi beim Lich King. Jetzt backt er sich dann gleich komplett in die Wand rein. Was ist denn mit dir? Willst du da wieder rauskommen? Ne, okay. Ah super, jetzt bin ich bewegungsunfähig und der Typ ist da hinten. Ich wollte ihn halt jetzt wegziehen, nicht, dass er da in die Wand reinbackt und wir ihn nicht mehr töten können, weil der Typ legt ganz gerne einen Rückwärtsgang ein. Wunderbar. Schauen wir mal, ob wir das aufmachen können. Nee. So, wir haben hier noch so ein Käfer an der Hacken. Am schwarzen Tor. Also ich. Ach so, warte mal hier. Ach so, ich kann doch noch in die schwarze Festung. Okay. Ach, du startest nur beim Ding. Kannst du das Anfangsgebiet da noch spielen? Oder wie ist das? Ah super, jetzt bin ich hier nur mit dem Mage drin. Okay, die sind. Ach, aber das Startgebiet kann ich trotzdem noch spielen? Ach, das ist weg. Okay, aber die Nekropole ist noch da, oder wie? Wenn du hier einen Sprint reinhaust, schnell genug durchkommst, dann musst du die Käfer nicht spielen, ne? Dann wirst du da nicht reingelockt. Okay. Ich muss sagen, das ist ein bisschen schade. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das Startgebiet das Allerbeste vom Besten war oder so, aber es waren schon ein paar coole Sachen drin im Startgebiet. Also, das war eigentlich gut gemacht. Ne? Das Todes- oder Startgebiet. Es ist jetzt nicht das beste Gebiet überhaupt, aber es ist schon, es würde behaupten, es ist schon überdurchschnittlich, wenn man jetzt alle alten Gebiete so reinnimmt. Hatte schon seinen Charme. Das finde ich schade, dass man es nicht mehr spielen kann. Auch da gab es ja diese Quest, wo du dich als Baum verkleiden musst und so ein Pappbaum bist oder mit so einer Kanone rumfeuerst. Ah, naja, ein bisschen schade. Aber vor allem. Ja gut, okay, ich sag mal so, es passt nicht mehr so richtig in die Storyline rein, weil der Lich King ja jetzt schon ewig lang Bolvar ist und wenn man jetzt die DKs neu aufzieht und dann Bolvar die Krone runtergerissen wird, ein neuer Spieler, dann im Startgebiet erstmal gegen den Lich King kämpft, ich glaube, es ist, denke ich mal, verwirrend. Weißt du? Vielleicht haben sie sich deswegen dazu entschieden. Und eigentlich hätten sie wahrscheinlich dann ein neues Startgebiet bauen müssen. Dazu waren sie zu faul, wollten die Ressourcen in Anführungszeichen nicht rein verschwenden. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, man macht die Minimallösung. Also so kommt es mir jetzt zumindest vor. Man macht die Minimallösung, man startet einfach bei Bolvar, der sagt hier, hey Buddy, du gehörst zu meinem Verein, hier kriegst du ein Schwert und jetzt verpiss dich. Quasi. Also das war's ja, oder? Also du bist da quasi in der Eiskrone für 5 Sekunden. Alter, wie lange bin ich denn gesilenced? Für 5 Sekunden in der Eiskrone und dann ist quasi Feierabend. Okay, als DK-Tank ist der Silence natürlich schon echt ätzend. Ah, okay, er hat jetzt sein Inventar gezogen. Das war gut. Alter, als Druid-Tank juckt es dich halt nicht, weil du deine Melee-Angriffe hast, aber hier als DK kannst du nichts mehr machen. Ja, stimmt. Du schwörst auf den Lich King dann. Ja, keine Ahnung. Klar, sie haben es jetzt quasi so gemacht, dass es von der Lore, von der aktuellen passt und dass es so gut wie kein Aufwand ist. Ne? Ich glaube mal, das, was die Questreihe war, war 10 Minuten Aufwand oder vielleicht lass es eine halbe Stunde gewesen sein. Die hatten ja, die Models hatten sie alle. Die hatten ja die Map schon ne, aus dem Raid quasi. Also sie haben jetzt quasi da nur eine Questreihe reingesetzt, wo man einmal mit ihm quatscht und dann eine Waffe kriegt und dann quasi weitergeschickt wird. Das waren jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Quasis, aber ihr wisst, was ich meine. Naja, okay. Aber gut, ehrlich gesagt, mir ist es jetzt auch nicht ultra wichtig, ob sie da eine neue, coole Questreihe machen. Aber ich finde es halt schade, dass du die alte gar nicht mehr spielen kannst.
Ich hätte jetzt zwar nicht das Bedürfnis, die alte unbedingt jetzt nochmal zu spielen, ne? Also wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, die alte Questreihe zu spielen oder sie zu skippen, hätte ich sie aus Effizienzgründen geskippt. Ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, weil das da zu questen. Ich habe extra den Boss nicht gepult, um die Mobs noch zu machen, aber okay, dann machen wir sie halt. Aber ja, ich finde es immer schade, wenn was komplett aus dem Spiel raus ist. Bin da vielleicht so ein bisschen nostalgischer in derlei Hinsicht. Ah, nice, ich wusste doch, dass ich mit eisige Gegenwehr aus dem CC rauskomme. Mensch, DK ist relativ stark, ne? Du hast eisige Gegenwehr, dann hast du jeder für sich und dann im PvP als letztes noch die Insi, wenn du es so geskillt hast. Kannst du eigentlich dreimal aus dem Stun, oder? Wenn ich mir jetzt nicht irre. Aber ich glaube, das hat dann auch noch miteinander ein bisschen den Cooldown. Irgendwas ist da. Und wenn ich jetzt Anti-Magic ziehe, kann er mir dann kein Life mehr abziehen? Ich muss die Kiste noch aufmachen, fällt mir gerade ein, ne? Ich brauche das Weihwasser noch. Okay. Sodala, oder was brauchen wir jetzt noch? Also, wir müssen Rammstein umboxen, den Endboss müssen wir umboxen, das Weihwasser. Okay, das kann ich nicht looten. Die anderen haben wahrscheinlich das ganze Weihwasser weggelootet. Hier. Hä, warum kann ich das alles nicht looten? Das sind doch die Weihwasserkisten. Hier. Okay, nix was. Kann ich nicht looten. Was brauchen wir dann noch? Okay, wir müssen uns bei dem Typen melden. Ja gut, das ist eine Dingsquest, die wollen wir jetzt nicht anzeigen. Hier, das ist auch so eine. Aber das sind doch diese Weihwasserkisten. Warum kann ich die denn jetzt nicht aufmachen? Bug das? Ich hab die Weihwasserquest. Ich sterb grad. Sollte vielleicht nicht so viel nach Weihwasserkisten. Hier, ich kann überhaupt keine Kiste aufmachen. Ist doch komisch. Heilen wir uns mal wieder ein bisschen. Sonst schaue ich immer, dass ich die am Anfang mitnehme, ne? Dass mir die anderen die nicht wegklauen können. Aber das schaut hier tatsächlich schlecht aus. Komm, jetzt laufen wir mal hier in die Gule rein. Ah, komm her. Wie hat er denn jetzt die hier gepult, bitteschön? Ich sterb grad. Ach. Okay, sie ist in der Eisfalle gelandet. Jetzt sind wir gerade hier im Krepieren. Komm, jetzt ziehen wir mal alles, was wir noch haben. Bisschen Heilung reinziehen. Wo will der denn hin hier? Nee, nee, nee. Komm mal her. Kann ich alle. Ach so, hier Auge von Nax Ramas ist auch noch am Start. Nö, ich glaube, das Weihwasser kann ich schon mal abschreiben. Was ist das hier oben? Nö. Ich glaube aber, dass die Buggy sind, die Kisten, oder? Weil normalerweise kannst du hier ein paar aufmachen. Warte mal, da hinten ist noch eine. Ah, da ist noch eine Weihwasserkiste. Okay, ich muss irgendwie an dem Boss vorbeikommen, die Weihwasserkiste looten. Naja, das wird das Tank nix, ne? Mach ich das jetzt am geschicktesten? Ich renne da jetzt rein. Hitte den Boss nicht an, lass irgendwann versehentlich overnuken, plünder die Weihwasserkiste und dann spotte ich den Boss zurück. Okay, und los. Der Hunter schießt doch bestimmt drauf. Und los, Hunter, Hunter. Ich habe trotzdem Aggro. Warum habe ich Aggro? Ich habe keinen Hit gemacht. Okay, jetzt hat wer Aggro. Nice, Weihwasser habe ich. Okay. Weißt du, die sollten einfach die Kisten so machen, dass die jeder halt looten kann, aber nein. Alter, der ist richtiger Hardhitter, der Boss, der Dude. Holy shit. Okay, müssen wir erstmal hier Dings reinhauen. Ich glaube, ich muss den kiten, oder? Weil. Da haut ja immer mehr rein, ne? Ja, aber ich werde den wahrscheinlich nicht kiten können. Bisschen Active Mitigation stacken. Okay, jetzt geht's wieder. Wenn wir jetzt einen Druid dabei hätten oder einen Hunter, doch wir haben einen Hunter dabei, der könnte eigentlich die Stacks hier runternehmen, ne? So, den haben wir. Weihwasser haben wir auch. Schnell reingeninjert. Ein paar dicke Viecher umboxen.
Mal, ich denke mal, zu 2 oder so kann ich hier schon pullen. Oder vielleicht 3. Okay, ziehen wir den noch mit ran. Ich will immer interrupten, aber ich habe keinen Interrupt, ne? Das merke ich dann immer. Weil ich habe bei meinen ganzen Chars, ne, die einen Interrupt haben, also die ganzen MIDI-Klassen, habe ich halt den Interrupt eigentlich immer auf F2 liegen, den Spot habe ich immer auf 1 liegen und so. Also, ne, die meisten Klassen sind ja. Kann ich dem ausweichen eigentlich, wenn die hier kotzen? Weiß gar nicht. Die meisten Tank-Klassen oder allgemein MIDI sind ja relativ ähnlich. Ja, aber den habe ich noch nicht, den Spell, weißt du, ersticken. Das ist hier mit 62 kriegst du den erst. Ich denke mal, ich kann auch so mehr pullen. Warum? Was würdest du mir denn empfehlen, was ich als DK-Tank an Stats nehmen soll? Das habe ich natürlich jetzt, muss ich zugeben, nicht geguckt. Gut, ich habe jetzt hier alle möglichen Scheiß, ne? Hier habe ich jetzt mal Tempo drauf, da mein Crit drauf. Wahrscheinlich als Tank Versa, ne? Also Versa ist ja nie so ganz verkehrt. Sollen wir mal 4 machen? Schauen wir mal, ob das ausgeht. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auf den Sack. Okay. Gut, er hat einen Master dann reingedrückt. Was ist Druid für mehr Life? Also ist Druid Tank. Wenn du Mastery hast, hast du mehr Life. Okay, scheiße, das werde ich hier nicht überleben. Alter, da kriege ich ein bisschen zu sehr auf den Sack gerade. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich kann jetzt nichts mehr ziehen. Okay. Scheiße. Okay, 4 waren vielleicht doch zu viel, aber wir haben auch kein Battle Reds, ne? Okay, ach, jetzt zieht er sein Ele. Soll ich reinlaufen? Ah, komm, scheiß drauf. Ah, fuck, du bist ganz am Anfang. Ah, ich kann Quests abgeben. Weihwasser hier. Wunderbar. Ja, das war eine Nullnummer. Wir hätten vielleicht doch nicht 4 pullen sollen. Schauen wir mal. Tode. Naja, aber wenn ich halt auch sehe, hier, da habe ich mich nur selber geheilt. Die letzte Heilung war was hat er mit mir? Ach, das war auch meine eigene? Nee, Springflut habe ich hier gekriegt. Ah. Da hat er heilende Woge, 2,3 Sekunden vor meinem Tod. Hat er da nicht noch eine Heilung durchgekriegt? Braucht er 3 Sekunden, um zu Dings zu casten? Oh fuck, ich habe eingeedit. Ich hätte vielleicht nicht hier lang laufen sollen. Egal, die ziehe ich mit. Das geht, oder? Die Ghule machen nicht so viel Schaden, hoffe ich zumindest. Oh. Wer sei danach Haste? Okay, also ich kann mir theoretisch. Oh, überlebe ich das? Fuck, ich hab. Wie viel Ghule haben wir denn hier? Oh, das war nicht gut. Okay, aber ich bin in Reichweite. Weil ich wollte nicht nochmal durch das Gatter durchlaufen, weil ich glaube, die Viecher spawnen dann nochmal. Achso, die sind da immer noch im Fighten. Einmal hingestorben. Ich glaube, da kommen dann nochmal die Käfer rum, ne? Jetzt dachte ich mir, vielleicht überlebe ich das, dass ich da durchlaufe. Ah, der Heiler kommt. Perfekt. Kann er mich Nappel aufkratzen? Dann kann ich aber tatsächlich mal gucken, ob es da noch ein bisschen bessere Sachen gibt. Man kann ja verschiedene Helme sich holen. Lol. Es gibt hier einen Crit-Helm. Hier einen Crit-Helm. Und einen Tempo-Helm. Was ist denn das für ein Käse? Warum haben denn zwei Helme? Das sehe ich jetzt das erste Mal. Ja, ich suche die gleich raus. Aber Helm bringt ja nichts, weil ich habe ja schon den Tempo-Helm. Wenn du meinst, Tempo ist der zweite Stat, ne? Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Tempo-Crit. Ernsthaft? Was gibt es denn verschiedene Items? Crit? Es gibt keinen Versa, ne? Ich glaube, Versa kam nämlich erst später dazu. Hier gibt es nur Tempo-Zeug. Gut, ich kann halt auf mehr Tempo gehen, ne? Klar, aber. Haben wir hier noch Tempo Crit, Tempo Vielseitigkeit, den kann ich dann noch anziehen.
Jetzt hat er mich gestunt, der Typ. Okay. Was haben wir hier? Was habe ich denn an für eine Brust? Ich habe die Crit-Brust an. Also es gibt eine Tempo-Brust, eine Tempo-Brust, eine Crit-Brust. Ja gut, also ehrlich gesagt, ne, du kriegst halt eigentlich nur Tempo. Versa kriegst du nicht. Mastery ist halt auch nirgends drauf. Tempo-Crit. Crit. Was habe ich denn an für eine Hose? Tempo-Crit. Na gut. Bisschen useless. Hier hast du eine Crit. Brauch halt ein Zweihand-Ding, dann kann ich mir das Tempo-Teil hier holen. Beim Hals könntest du vielleicht auch nochmal... Ach doch, hier gibt's Vielseitigkeit. Hier gibt's Versa tatsächlich. Das kann er nicht anlegen? Eine Plattenbrust. Was ist da los? Ja, ja, also es bleibt mir nichts übrig, außer Dings zu nehmen. Okay. Warte mal, warum habe ich denn jetzt hier die Ding nicht... Also ich habe jetzt hier ein Tempo-Teil an, also kann ich das schon mal weghauen. Rücken. Okay, da hatte ich schon den richtigen an, ist aber egal. Dann haben wir jetzt hier Crit. Naja, gut, jetzt habe ich das richtige Ding an. Hier haben wir das Tempo-Teil jetzt an. Das ist ein Versa-Hals, ne? Ich hatte vorher einen Crit-Hals an. Können wir mal ein bisschen optimieren noch. Versa ist sicher das Beste, was du machen kannst, aber gibt halt so gut wie kein Versa-Zeug, ne? Wundert mich auch, dass die neuen Umhänge, die müssten doch wenigstens Versa drauf haben. Na gut, der hat Versa-Tempo, den habe ich ja, genau. Und die Waffe hier, gut, da wird einer gerade verdrückt. Ja, ist mir egal, die machen das schon. Low-Level ist ja eh wurscht. Na krass. Aber hier, bei den Ringen kann ich tatsächlich noch gucken, was es da noch gibt. Hier ist ein Crit-Ring. Tempo-Crit. Aber der andere war, glaube ich, ein Caster-Teil, oder? Warte mal, machen wir mal alle Spezialisierungen. Es gab nämlich drei Ringe, meine ich. Aber wahrscheinlich ist der dann mit Int oder so, ne? Auf geht's. Was ist denn der dritte Ring? Der wird mir nicht angezeigt. Wahrscheinlich ist der... Oh, mal alle Klassen. Wahrscheinlich ist das keiner, den ich... Ja, der ist mit Int, aber der ist auch mit Crit. Also wäre es tatsächlich egal. Also es bleibt sich dann tatsächlich gleich, was ich da anlege. Und die meisten Trinkets, die kannst du ja dann eh erst... Na gut, hier wäre Ausdauer Versa. Könntest die PvP-Trinkets anlegen. Hier ist der Tempo. Na gut. Dann kriegst du halt nochmal live, wenn ein Gegner stirbt, ne? Das ist gar nicht schlecht. Das hier wäre halt auch richtig stark, aber das kannst du halt erst ab 100 anziehen. Naja, gut. Okay, jetzt haben wir aber, denke ich mal, schon mehr Tempo auf jeden Fall, beziehungsweise mehr Versa. Schauen wir mal, was die Versa ausmacht an Schadensreduktion. Ja gut, 1,6%, das ist halt nix, ne? Aber wir haben jetzt halt auch nicht so viel drauf. Mal auf die Waffe. Ne, auf der Waffe ist Tempo drauf, also das passt. Könnten wir noch so eine VZ da draufhauen. Also so eine, so eine Rune. Weiß nicht, inwieweit das Sinn macht. Ja, aber jetzt haben wir hier 1,5 Level gekriegt in dem Dungeon. Das geht eigentlich schon. Perfekt. So. Gehen wir mal raus. Ja, ja, ich kann die jetzt mal schmieden, die Waffe. Das ist ein guter Einfall. Wir queuen uns... Warte, kann ich jetzt eigentlich schon Burning Crusade queuen? Ich könnte jetzt auch schon Burning Crusade queuen, ne? Machen wir das doch mal. Und derweil gehen wir mal hier noch... Wo haben wir das komische Tor? Das hat man doch hier irgendwo. Ah, da haben wir es. Was haben wir denn da für eine durchschnittliche Wartezeit? 1 Minute. Naja, mal gucken. Mal gucken. Achso, Bergbau und Schmied wollte ich... Bergbau und Dings wollte ich noch mitnehmen. Leder. Ach, schau mal, aber hier haben wir doch noch eine Quest.
Gucken wir mal, was die Quest hier. Ah, das ist sogar die Quest für die Rune. Weiß ich nicht, also so ein bisschen was wird schon bringen. So, hier, Runenschmiede. Also, da können wir jetzt verschiedene Sachen drauf machen. Eine Chance, um 6% zu heilen und Stärke. Okay, was haben wir hier? Bringt eine Waffe, die um 5% Waffenschaden als Frostschaden und die verwundeten Gegnern. Okay, mehr Frostangriff. Rüstung um 5% und den gesamten Wert. Eigentlich alles gut, aber ich finde das Heilen nicht schlecht. Also das finde ich eigentlich am coolsten. Ich glaube, ich nehme die Heilung mit. Die erste, ja. Hört sich zumindest am besten an. Okay. Hätten wir das schon mal verzettet? Dann geben wir unten die Quest nochmal ab und dann holen wir uns noch Bergbau und Ding. Ne, und Kräuterkunde. Und dann sind wir soweit ready. Irgendwie Burning Crusade scheint jetzt nicht so schnell zu gehen. Achso, da kann ich jetzt nicht andere Sachen noch queuen. Ding ging instant auf, ne? Ah, schau mal. Hey, lol. Heiler und Tanks sind drin. 3 DDs fehlen. Alles klar. Das hatte ich aber auch selten. Gut, das war's eigentlich, oder? Können wir uns wieder wegporten hier von dem Laden. Mehr kannst du tatsächlich jetzt hier nicht mehr machen in dem Ding, ne? Gibt's das Gebiet da unten? Gibt's schon noch. Ja. Also hier. Warte mal, was für ein Level bist du denn? Lade dich gern ein. Bis Level 60. Ah, okay, das passt. Passt. Der Pico-Baller ist wieder am Start mit dem Leveln. Gut, okay, dann porten wir uns einmal raus aus dem Laden. Wo ist denn das Runen? Also, eigentlich musst du dich ja hier wirklich dann nur noch wegen der Rune hinporten. Lange ist her, ja, das stimmt. Lange ist her. Schwarze Tor können wir uns mal hier hinporten. Na gut, okay. Muss ich mir eine Hartbergbauern-Ding holen? Ah ja, hier ist Bollwerk. Das ist immer eine schnelle Angelegenheit. Am Anfang, wenn du noch nicht über 60 bist, kriegst du hier von den Mobs immer so viel Schaden. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist vom Scaling nicht so ganz gut tatsächlich. Am Anfang kriegst du immer richtig aufs Maul. Aber was ich teilweise echt selten gemacht habe, dass ich die richtigen Stats genommen habe für die Klassen, ne? Haben wir irgendwas genommen. Aber du hast ja eigentlich, ne, im Gro hast du eigentlich nur Tempo oder Crit. Mastery und Versa kriegst du eigentlich nicht, also eigentlich ist es wurscht. Jojo, ich weiß, wie du rauskommst. Das kenne ich schon mit dem DK. Ich hab's mir bloß gerade nochmal raussuchen müssen. Ja, eigentlich kann ich nur ein bisschen mehr pullen, oder? Schauen wir mal. Achso, das ist Tode, wollte gerade sagen. Schauen wir mal, was die Leute hier machen. Worry DPS hier ist am Start. Eigentlich wollte ich die anderen jetzt mit ranziehen. Na gut, die Mobs sterben schon ganz gut hier. Kann man nichts sagen. Hey, grüß dich. Ja, mal schauen. Da musste ich doch nur ein Classic Dungeon machen, ne? Mit 59 kannst du hier schon reinqueuen. Ist schon ganz gut. Ja gut, die Mobs platzen, ne? Ich muss sagen, ich level tatsächlich ganz gern. Also das Totem da auf dem Rücken, das sieht halt schon geil aus. Das hat auf jeden Fall was. Du musst hier auch looten. Hab ich doch. Nee, und hier musst du, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, hier musst du. Also, du musst halt die Bosse looten, aber nicht die Mobs. Artorius, hey, ich grüß dich. Also, die Ding musst du nicht looten, soweit ich weiß. Die Mobs. Also, ne, wäre natürlich optimal, aber. Haben die irgendwie Death and Decay, die Abklingzeit verlängert? Kommt mir zumindest so vor. Also, kostet mich das eigentlich was? Ach, das kostet mich doch hier. 2 Runen.
Hier muss ich halt die Sachen muss ich halt aufmachen, ja, wenn ihr das jetzt mit Looten meint. Aber da sind genug hier drin, da musst du dich eigentlich nicht betteln um. Also im Normalfall zumindest. Es gibt so andere Innis, ne? So Bluthibiskus aus dem, was ist das nicht? Sklaven oder Tiefen, so ist das, glaube ich. Da muss man sich manchmal ein bisschen betteln. Was, du bist ausnahmsweise nicht letzter im Schaden? Weil ich bin sonst, bin meistens ganz oben im Damage. Jetzt tut er so, ob ich schlecht wäre. Unglaublich. Fuck, haben wir den Boss gepult? Oh, scheiße. Jetzt gibt's vielleicht aufs Maul. Alter. Shit, ich bin halt entwaffnet. Damit entwaffnet. Ich werde sterben. Uhuhu. Wir haben ja keinen Battle Rats. Doch, das ist doch ein Druid, oder? Kann er nicht Battle Ratsen? Oh, shit. Okay, ich glaube, der hat noch keinen Battle Rats. Ja, das war nix. Die haben mich auseinandergenommen, ne? Das ist so kacke. Also beim Druid ist es halt Latte, ne? Wenn du gesilenced und entwaffnet wirst, aber hier? Technische Schwierigkeiten, ja. Schauen wir mal. Ist er resettet? Der Boss haut nämlich übelst rein und entwaffnet die ganze Zeit. Ja, das war nix. Der eine Mob, ne, der da seitlich gelaufen ist, den ich mir geholt habe, der hat noch den Boss irgendwie getriggert. Die haben teilweise hier eine richtig weite Range. Richtig aufpassen. Ja, gut, Satz mit X, ne? Okay, müssen wir vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger machen. Ich nehme mal die noch mit hier. Dann haben wir eigentlich keine Probleme. Dann warten wir, bis der Boss kommt. Du hast aber relativ wenige so harte Dev-CDs, ne? Als DK. Das ist das Einzige, was ein bisschen kacke ist. Du hast halt diese komische eisige Gegenwehr mit 30%. Und das war es eigentlich so im Großen. Gut, Anti-Magic, aber das kannst du halt gegen die meisten Melee-Mobs, die in die Haare schmieren, tatsächlich. Und die weg und dann machen wir ganz bequem den Boss noch. Hat mich gerade echt aus dem Leben geschossen. Papptank, ja, ist halt echt so. Sonst habe ich nicht viel mehr. Ah, ich könnte mal nach meinen Volksfähigkeiten gucken, ne? Passiv. Die Kapazität eures Rucksacks um 8. Das ist schön. Bringt mir im Kampf jetzt aber relativ wenig. Wenn ihr zum ersten Mal Schaden. Ach so, da, okay. Da kriegen wir ein bisschen weniger Damage vom ersten Hit. Das ist ganz nett. Jetzt muss natürlich wieder der eine Mob rumlaufen. Jetzt haben wir den Feuerwiderstand. Okay. Wir kriegen weniger Feuerdamage. Schauen wir mal, ob da nicht alles. Da. Okay, passt. Da kommt nicht alles dazu. Der hat mich ganz schön umgehauen. Aber der eine hätte mich auch Battle Ratsen können oder mir eine Bark geben oder irgendwas. Aber da kam halt irgendwie auch nichts von dem Heiler. Ja, der DK ist halt ziemlich squishy, ne? Der kann sich halt übelst hochheilen. Aber kriegt halt auch übelst auf den Sack. Das muss man halt mögen. Das muss man halt definitiv mögen. Aber später relativiert sich das. Jetzt ist hier am Anfang noch ein bisschen krasser. Der zieht gerade seine Spells rein. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Bist du der Heiler oder was? So wie ich, ja. Ja, auch seine Spells. Aber ich glaube nicht, dass. Weiß nicht, ob die Leute mit 60 starten. Aber so viel heilt das jetzt auch nicht, ne? Ich habe mir gedacht, wenn ich es einmal einsetze, ziehe ich mich wieder komplett hoch. Pustekuchen. Ja. Gut, ich habe mich mit dem Guardian auch schon mal mehr als der Heiler geheilt, aber das sind eher die Ausnahmefälle. Aber mit dem DK ist es schon regelmäßig so. So, das hier ist auch mal so eine schöne Sache, wenn dann immer alle Leute reinlaufen und dann den halben Laden geaddet hast. Normalerweise schaue ich schon, dass ich immer ein bisschen mehr pulle, aber ich bin schon ein bisschen squishy. Kein Bock hier ständig zu sterben. Super, jetzt habe ich keine AE mehr.
Ah, oh, ich bin Stufe 60, nice. Was haben wir denn hier? Eine Quest? Habe ich den Boss unten gelootet? Ja, habe ich. War mir jetzt kurz unsicher. Komm, die können wir noch pullen. Ah, fast neu geedit. Die ganzen Pets hinterher. Warte, ist das ein BM oder warum hat der zwei Pets? Muss ja dann fast ein BM sein, ne? Oh, was haben wir denn da? Transmog, was ich noch brauchen kann. Na gut, das ist halt Platte, ne? Der Platte habe ich kaum was. Plattengear. Achso, du kannst nicht heilen. Okay, na ja, gut. Heilen ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll, dass man. Okay, die kannst du nicht mehr hergrappen. Oder ging das nicht, weil er da kurz gestunt war? Wahrscheinlich, weil er einen gecharged hat. Wollte ihn gerade schön zusammengrappen, ne? Hier, einmal so DK-Skills auspacken. Dann war das mal wieder nix. Ah, echt? Okay. Schaut mal, so lange habe ich schon keinen Hunter mehr gespielt. Echt keine Ahnung. Warte mal, das Ding, die Leute kann man doch betrachten, oder? Dann kann man doch schauen, was sie da so. Achso, wenn ich den Boss wieder hau, ist das weg, egal. Dann hauen wir halt den Boss nicht. Was, das meinst du, oder? 15er Talent. Und Fähigkeiten ruft zusätzlich. Ah, okay, dann kannst du ein zusätzliches Tier. Ah, okay. Ja, ist gut zu wissen. Gar nicht OP. Zweite Pet hat keine Action Bar. Okay, na ja gut. Also einfach so ein Lennig, das quasi dem ersten hinterher rennt. Boah. Also sprich, wenn man einen AFK Hunter spielen will, ne, mit einfach Autoshot und Pet macht den Rest, dann nimmt man zweites Pet mit. Macht trotzdem Damage. Das beste Talent, oder wie, beim Hunter? Ah, okay. Ja, gut. Was macht er jetzt hier? Versteckt er sich da, oder was? Der läuft da unten durch, dass er nicht edit, aber das musst du gar nicht. Auch hier oben machen. Zieh jetzt die Mobs aus dem dessen Decay raus, immer so richtig gut dessen Decay legen, ne? Und dann die Mobs rausziehen, aber du musst die hier umhauen, dass der Boss triggert, deswegen will ich die gleich holen. Mein Gott, dieses Entwaffnen, das nervt halt sowas, kannst du nichts mehr drücken. Jetzt merke ich das erst, wie hart es immer andere Leute haben. Ehrlich gesagt, ne, da siehst du so ein bisschen, wie schön das als Drill Tank hast. Silence ist dir Latte. Entwaffnen ist dir Latte, ne? Alles egal. Da ist beim DK-Teil und denke ich mal, DK ist bestimmt besonders bitter, beziehungsweise Palatank ist, glaube ich, Silence auch nicht so geil. Beim Worry dürfte der Silence wahrscheinlich auch nicht viel ausmachen, schätze ich jetzt mal. Hab zwar die ganzen anderen Tanks. Warte mal, haben die das hier geändert? Die P. Achso, nee, die Kiste ist immer noch nicht offen. Wollte gerade sagen, die P haben wir jetzt direkt gekriegt, ne? Aber hier die Kiste. Es dauert immer noch ein bisschen, bis das Spiel erkennt. Hier, du hast die Kiste. Okay, da sind wir jetzt außer der einen Vibe relativ gut durchgekommen. Den habe ich verschuldet, ne? Weil ich hier den einen Mob noch gepult habe und dann kam der Boss noch ran und dann war finito. Finito. Sudala. Haben wir noch ein Level ab hier durch die Quests? Na, komm. Ah, gerade so noch ein Level. Perfekt. Dann. Was haben wir denn aus der Kiste gekriegt? Hier Handgelenke. Oh, die sind sogar besser. So, was wollten wir machen? Ach, wir wollten uns nach Ugrimmar porten. Und dann nochmal gucken. Aber ich sehe gerade, wir sind fast mit der ersten Stunde durch. Macht das jetzt immer so, quasi wie schon bei den anderen Modellen, immer so eine Stunde etwa. Für die einzelnen Folgen. Eigentlich wollte ich zwischendrin Pipi-Pause machen, aber. Ja, gut. Jetzt haben wir schon reingequeued. Egal. Jetzt fangen wir hier noch an. Auf dem Postmarm, wie viel Tries ich da hatte. Boah, gar nicht so viel. Ich habe das relativ am Anfang gemacht und anscheinend hatte ich ziemliches Glück, so wie mir das scheint, ne? Also, lass es mal. Ja, lass es 10 gewesen sein. Vielleicht waren es mehr, ich weiß jetzt nicht genau, aber so viel waren es gar nicht. Ich bin mit meinem Twink da durchgestealtht, ne? Also ich habe das mit einem Twink-Char gemacht.
Und hat es relativ zügig. Und wenn ich dann von Kollegen gehört habe, dass sie da über 40, 50 Tries hatten, echt krass. Also da hatte ich tatsächlich Glück gehabt. Wer jetzt nicht so ganz weiß, von was ich spreche, das Post, oder was, wovon wir jetzt sprechen, das Postmaster Mumford Mount ist ja eins, das du in der Vision bekommst, also in der großen, wo du die Wessel für brauchst. Und zwar, wenn du so einen Postkasten aufmachst, dann spawnt halt immer ein Mob raus und wenn du Glück hast, spawnt ein Rare raus und der Rare droppt halt zu 100% das Mount, ne? Aber um halt den richtigen Rare zu kriegen, musst du halt Luck haben, dass er halt auch aus dem Postkasten rausspawnt, ne? Und in jedem Gebiet ist immer ein Postkasten. Und ja, dann gehst du da halt rum und machst halt die Postkästen auf. Und da ich das nicht mit dem Main machen wollte und meine Tries verkacken wollte, habe ich das halt mit dem Twink gemacht, ne? Bis für circa 30, okay. Ja, gut. Ja, aber ihr müsst euch denken, diese Visions, die wird man noch so lang laufen. Und das ist ja was, was du wirklich die ganze Zeit weitermachen wirst, wegen den Trinkets und diesen ganzen, Trinkets sage ich, wegen den Upgrade-Items, ne, und wegen den Sockel-Items. Also, wenn du das jetzt nicht sofort kriegst, ist es jetzt nicht so schlimm, weil du es ja sowieso machen wirst. Schlimmer ist immer, wenn du irgendwas farmst, was du nur deswegen farmst und das dann nicht droppt. Wisst ihr, was ich meine? Also Sachen, die du eh machst und nicht sofort kommen, sind, finde ich, dann nicht ganz so nervig. Klar, man will das Mount haben und so, alles logisch, aber ja. Von der Wertigkeit finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch tatsächlich. Aber 30 Tries ist schon ein bisschen was. Zum Beispiel, was ich jetzt mache, ne? Ich brauche ja noch zwei Toys aus einer Vision. Ich kann euch das bei dem, glaube ich, auch zeigen. Ich habe noch einen Talentpunkt, sehe ich gerade. Da können wir dann gleich nochmal gucken. Ich habe einen, wo sind sie denn hier nicht gesammelt? Also ich brauche noch drei Toys, ne? Dann habe ich alle, die man in-game farmen kann. Es sind noch ein, zwei oder noch ein paar von diesen TCG-Toys, aber die habe ich jetzt mal hier ausgeblendet. Das sind jetzt quasi die In-game-Toys, die ich noch brauche. Und das ist einmal hier dieses Auge, wo man diese zwei Rares killen muss. Ein Riesendreck, aber das farme ich im Moment jetzt gerade nicht hardcore. Und dann sind es noch diese zwei Vision Toys. Und ich habe jetzt letztens meinen ersten 5-Masken-Run gemacht, ne? In SW. Und da war es dann so, dass ich beim zweiten, also nachdem ich den 5-Masken-Run gemacht habe, quasi dann nochmal rein bin. Und dann habe ich hier noch die Toys danach gefarmt. Also es ging mir auch von der Zeit aus, dass ich quasi ganz normal die Vision macht, bis auf den Endboss, ne? Und dann noch diese Äpfel sammeln kann, die man für das Toy braucht. Und dann gibt es noch einen extra Rare, den du töten musst für dieses andere Toy. Also es ging mir zeitlich auf. Normalerweise dachte ich halt, okay, ich muss mir jetzt noch ein paar Twinks die Questreihe durchquälen, dass ich mit den Twinks quasi den Scheiß farm, weil ich mit dem Main ja nicht die Zeit in der Vision habe, quasi das Zeug zu farmen. Aber jetzt habe ich mir überlegt, komm, ich mache jetzt mit den Twinks da gar nicht so einen großen Aufriss und bastel mir da x Twinks zu den Visions hin, weil mit dem Main werde ich da eh noch x mal reingehen. Und ja, wenn ich quasi einen 5-Masken-Run schaffe und das Zeug danach noch sammeln kann, easy, ja, dann mache ich das halt jedes Mal. Und es wird ja immer leichter, ne? Als ich den ersten 5-Masken-Run gemacht habe, hatte ich ja nur einen 12er-Umhang. Jetzt bin ich bei 13 und dann 15 wird es halt nochmal ein bisschen einfacher. Ding, du musst noch zweimal Blut looten. Nee, ich habe alles Blut. Siehst du das? Nee, ist fertig. Ist fertig. Also habe ich ja noch genug Mobs, ne? Alles kein Stress hier. Es sind noch genug Viecher da. Aber wir haben echt guten Damage dabei. Also da kannst du jetzt nichts sagen. Hier musst du echt ein bisschen aufpassen mit den Bomben. Die hauen ziemlich gut raus. Ah ja, sage ich. Die hauen ziemlich gut raus, wenn du da draufläufst. Hat der DK schon schmerzlich erfahren müssen, dass die Bomben gut reinhauen. Aber Ico mit seinem Worry schon gut rein. Wo ist jetzt der DK? Ist er jetzt reingelaufen? Gehen hier in die Türen zu? Der DK schreibt, ich muss mir aufpassen, ich guck gerade Top Gear. Bester Mann. Können wir jetzt hier anfangen, ohne dass er den Boss hier auch kriegt? Okay. Also ich glaube, der müsste den schon mitkriegen, ne? Wenn der hier am Hochlaufen ist, müssen wir jetzt. Hat er halt released, muss dann den kompletten Weg wieder laufen. Hier, der haut auch ziemlich rein, der Boss.
Oh, ich habe gerade, sehe ich gerade nebenbei einen Proc für Dings bekommen. Fürs BG. Ich bin nebenbei mit einem zweiten Account noch am BG quasi queuen. Ich muss noch Tiefenwindschlucht hier so das ein oder andere Mal machen. Und da haben wir gerade ein Dings gekriegt. Da muss ich immer das Bufffood am Anfang essen für so ein Achievement. Ich hoffe, der kann jetzt den Mob looten fürs Ding. Schau mal, er ist immer noch am Ranlaufen. Die Innie ist ziemlich weitläufig tatsächlich. Hier sind so ewig viele so Kack-Stealth-Mobs drin, die recht gut reinhauen. Und hier ist wieder eine Mine, ne? Seht ihr das? Zwei sogar. Echt aufpassen. Also die, wenn du da reinläufst, kriegst du richtig auf den Latz. Die Mobs hauen auch richtig rein. Alter. Wo ist denn der Heiler? Der mich mal hochheilen? Perfekt, BG geht los, ne? Sieben Leute hocken AFK in der Base. Das wird so ein richtig gutes Ding. Ich laufe wenigstens zu einer Base hin, tapse und dann versuche ich so passiv die ne, deffen. Anführungszeichen. Mal gucken. Brauche noch ein paar Winster auch, aber das wird wahrscheinlich so eh nix. So, komm, jetzt tappen wir hier einfach den Hof. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, Stunts sind wir auch noch waren. Ich würde sagen, jetzt machen wir jetzt der Folge die Instanz noch schnell fertig und dann, ne? Dass wir so etwa auf eine Stunde kommen, das wird jetzt hier ein Ticken länger sein. Na, komm, die nehmen wir gleich mit hier. Oh, war das eine gute Idee? Werden mich gleich wieder wegstunnen. Ah ja, komm. Ah ne, jetzt habe ich mein Dings noch nicht ready. Muss hier gleich mal die Heilung drücken, sobald wir rauskommen. Oh, wieder im Stun. Ist das die Möglichkeit? Und zumindest gehen die Mobs echt schnell down. Da können wir Pico gut mitnehmen, der macht gut Schaden. So, da la. Komm, die ziehen wir mit rein. Hier gibt es wieder ein Bombenfest. Ich sag's euch. Weißt, das Problem ist, wenn einer in die Bombe reinläuft, triggert die und alle, die daneben stehen, kriegen halt auch noch AE-Damage. Also wenn da einer so ein Movement wie so ein Fisch hat, dann ist halt ein bisschen Kacke tatsächlich. Gut, teilweise siehst du sie halt auch schlecht, ne? Muss ich natürlich auch zugeben. Aber naja. Ach, schau mal, da sind drei Bomben nebeneinander. Mit vielen Milis ist es teilweise auch gefährlich. Besten kann schon mal einer den Hebel benutzen. Dann triggert gleich das Event hier. Komm, ich mach das schon mal. So nicht so lange warten. Oh, war das eine gute Idee? Ach, mein Talentpunkt. Ja, richtig. Da war ja was. Ich wollte ja noch was skillen, ne? Oh fuck, ich. Boah. Multistun hier. Multistun. Ja gut, was wählen wir hier? Warte mal, wir haben hier die bessere Dings hier. Anti-Magic Shell. Ah, da kannst du jetzt sämtlichen erlittenen Schaden 4 Sekunden. Na gut. Runenwandlung. Und was ist das letzte hier? Irgendwas Passives. Na gut, wenn wir Low Life haben, kriegen wir weniger Schaden. Naja, gut. Ich glaube, ich nehme das Passivding, da muss ich nicht noch eine Fähigkeit drücken. Ich bin immer noch im Kampf. Ah, shit. Okay, geht nix. Da hat die Horde auch den Hof eingenommen. Die Base, die ich eisern nebenbei ge gedefft habe. Ja, das hatte ich aber auch schon. Mit Infight sein, ne, und dann die Orb nicht ziehen können. So ätzend teilweise. Okay, wir sind immer noch hier in Kampf. Also hab ich auch schon gehabt. Oder der eine Mob spawnt noch, ne? Das ist doch so, wenn du die eine Maske hast und du unter 50% bist, spawnt nochmal der Mob, ne? Ich hab's extra so getimt, dass ich ganz knapp vorm Auslaufen der Sanity bin, um halt möglichst viel aus der Orb rauszuziehen, ne? Und hab.
Was ist denn das? Wir sind immer noch im Combat. Wir haben irgendeinen Scheiß gepult und sind jetzt die ganze Zeit im Kampf hier. Das kann ich nicht skillen. Naja, gut, egal. Und, also quasi, ich war kurz vor Sanity komplett minus, ne? Und, ja. Dann war halt das Problem, dass nochmal so ein Mob gespawnt ist und es war halt einfach Feierabend. Das war halt richtig ätzend. Konntest halt nichts machen dagegen. Weil du bekommst dann den Kampf und kannst, ja. Oh, da postet einer Damage-Meter. Der Hunter postet Damage-Meter und ist aber. Ah, er ist Zweiter im Schaden, okay. Oh, der DK ist unter mir im Schaden. Nicht. Also keine Ahnung, diese Leute, die dann das Damage-Meter in so einer Gruppe posten, wo ich mir denke, ja, okay. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich next to useless bin. Okay. Aber schon mal, der Dings nimmt's wenigstens mit Humor. Da müssen wir weiter. Next to useless. Auch nicht schlecht. Also, ich kann euch echt sagen, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video zu Visions machen soll. Ich habe ja jetzt ne, schon x Videos gemacht. Ich habe ja jetzt schon die ganzen Maskenruns gemacht. Also, damals, wo ich ein Maske geschafft habe, zwei Maske, drei Maske, vier Maske. Also, ne, diese ganzen Runs, das habe ich ja auch OG und SW. Von beiden ein Video gemacht, einen Full Run mit fünf Masken. Und ich habe ja jetzt auch ein Video gemacht, was man so ein bisschen Support-Sachen nehmen kann. Und auch eins, wo man, wo ich die Weak-Auren zeige, wo dann wieder irgendwelche Dödel darunter schreiben, brauche keine Weak-Auren. Dann denke ich mir, warum klickst du denn auf ein Video drauf, wo ich reinschreibe hier, ne? Weak-Auren, weil da haben x Leute nachgefragt nach diesen blöden Weak-Auren. Und ich habe es mir dann mal rausgesucht. Weil ich wusste auch nicht, ich habe die auch nur gepostet gekriegt. Ne? Ich wusste auch nicht genau, wie ich die dann verlinken kann. Dann habe ich halt nochmal ein Video gemacht zu. Jetzt bin ich überlegen, ob ich da nochmal was mache mit diesem Titanen-Ding, wie du am besten läufst. Weil es macht, ohne Scheiß, ich habe es jetzt in SW am Ende gemerkt mit den fünf Masken. Es macht so viel aus. Das komplette Ding steht und fällt damit, dass du weißt, wie du deinen Titanen-Buff usest. Das ist halt echt so. Wenn du den richtig bei den richtigen Mobs triggerst, ist das Ding halt Free Loot. Und wenn du es halt falsch machst, dann machst du es dir halt richtig schwierig. Also, das ist halt, ja, also es hat ziemlich viele Auswirkungen tatsächlich. Mehr als ich dachte. Mehr als ich tatsächlich dachte, was das an Auswirkungen hat. Aber das sieht man eigentlich auch an den zwei Runs, wie ich es gespielt habe. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal nötig ist, dass ich da ein Video zu bastle. Ich bin am Überlegen. Muss mal gucken. Ich muss mir das tatsächlich noch überlegen. So, jetzt geben wir das mal ab. Jetzt sind wir 62. Was haben wir jetzt geschafft? Vier Level. Ja gut, wir mussten jetzt auch noch alles einstellen. Okay, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.